Wie die Öllandwirte probieren auch die Biolandwirte, ihre Böden gut zu pflegen und den Humusgehalt zu steigern. Das bedingt unter anderem, dass man die Böden reduziert bearbeitet. Aber die Ansprüche sind unterschiedlich, ob man Getreidestoppel bearbeitet oder ob man eine Kunstwiese umbrechen möchte. Einer, der jetzt vom konventionellen, also einer, der im Direktsaatsystem war, der jetzt umsteigen will auf biologischen Landbau, kann nicht mehr Herbizide einsetzen. Er sagt, ich will jetzt nicht mehr nach 15 Jahren, wo ich den Pflug nicht mehr hergenommen habe, ich will jetzt nicht mehr die gute Bodenstruktur kaputt machen. Ist es wirklich die Zerstörung der Kunstwiese? Das ist die ganz grosse Herausforderung. Und, wenn wir die Kunstwiese einigermaßen umbrechen ohne Pflug, dann ist es auch möglich mit anderen Kulturen. In der Demo wollen wir 7 Maschinen vorstellen, 5 Grupper und 2 Schälpflüge als Alternative zu der oberflächlichen Bodenbearbeitung. Hier sieht man die Vekodin-Maschine, das ist ein Flachgrupper. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten von den Zinken her, von 5 bis 45 cm. Es ist wirklich speziell Maschine zum Schälen, oberflächlich Schälen, für eine Bodenarbeitstiefe von 3 bis 10 cm. Der Vorteil dieser Maschine ist, dass sie vorne und hinten Stützräder hat. Die Stützräder ermöglichen, dass die Maschine schön flach arbeiten kann. Man sieht ganz hinten einen Strahl mit grossen Zinken. Die tun die Erde und das Gras klümpen auseinander und die Oberfläche ziehen, damit sie austrocknen können. Die Maschine ist sehr, sehr flexibel von der Anwendung. Man kann säen. Sie hat 3 Saattanks. Man sieht, dass die Grasnarbe relativ gut auf der ganzen Fläche durchtrennt ist. Ein Durchgang ist in dieser Lage hier auch mit der Kunstwiese nicht genügend. Das muss man durchlassen und in einem zweiten Durchgang noch einmal bearbeiten. Also hier sieht man eine neue Gruppe von Kerner. Der Vorteil dieser Maschine ist, dass man vorne ein Stützrad hat, hinten eine Stützrolle, die den Boden wieder etwas kompaktiert. Die Stellung der Zinken ist symmetrisch und das ermöglicht, dass die Maschine schön gerade läuft und keine laterale Kräfte ausgeübt werden beim Arbeiten. Die Maschine hat Flügelschar, da kann man auch sehr rasch umändern und andere Schar her tun. Ist auch relativ flexibel. In der Fronthydraulik haben wir den Kompakteur von Alphatec. Das ist kombiniert mit einer Messerwalze und mit einer normalen Kompaktwalze. Und es ermöglicht, dass man, wenn man grosse Mengen grünes Material hat, dass man das in den Boden eintrölen kann. Hier heute wird das nicht eingesetzt, weil die Masse, die Biomasse nicht genug gross ist. Man sieht, dass die Arbeitstiefe relativ tief war. Die Narbe ist gut zerstört auf der ganzen Fläche. Aber was natürlich problematisch ist, ist, dass man die grossen Motten hat. Und das wird relativ langsam austrocknen. Wenn es hier drauf regnet, wird wahrscheinlich ein Teil von dieser Reigras wieder starten. Und das wird einen zweiten Durchgang benötigen. Im Einsatz seht ihr hier den Variotiger. Das ist eine kombinierte Maschine, die 2 Teile hat. Ein Teil ist ein Grupper mit Flügelschar. Eigentlich klassische Bodenbearbeitung. Er durchtrennt eigentlich die ganze Grasnarbe durch das Profil durch. Und hinten dran hat man ein grosses Rad mit Finger dran. Und das ermöglicht, dass man die Wurzeln rausnehmen kann, aus dem Boden raus, von den Quecken zum Beispiel oder von den Disteln und Placken. Was noch wichtig ist, ist, dass die Maschine zu Abfällen bedient ist. Und dass das Rad auch ermöglicht, dass man die Wurzeln, die Grasnarben und die Wurzeln vom Erdmaterial trennen kann. Man sieht, dass die Grasnarbe gut durchtrennt ist. Die Arbeitstiefe aber relativ tief ist gesehen und sobald die Arbeitstiefe relativ gross ist, hat man das Problem, dass man wieder viel Motten hat. Da wird sehr, sehr wahrscheinlich ein zweiter Durchgang wieder nötig sein. Also hier seht ihr den Präzisionsgrupper von Treffler. Er wiegt 3,5 Tonnen. Das ist, damit die Maschine ganz schön präzise arbeiten kann. Mit dieser Maschine kann man 3 bis 5 cm arbeiten. Und wenn man eine regelmäßige Arbeitstiefe erreichen will, braucht es eine relativ schwere Maschine. Damit die Arbeitstiefe schön regelmäßig ist, hat die Maschine den Stützräder vorne und hinten. Sie ist auch eingerichtet, damit man säen kann.
Wir können zum Beispiel mit dem Haupttank Getreide säen und mit dem Hintertank Hungersaat reinsäen. Was auch noch wichtig ist, ganz hinten hat sie so einen Strickel mit Fingern und die ermöglichen auch, dass man die Motten auseinander kann nehmen und auch die Oberfläche kann ziehen, damit sie austrocknen. Man sieht hier, dass der Boden schön regelmässig geschält ist, auch relativ mit einer kleinen Arbeitstiefe. Das hat auch als Einfluss, dass das Grasnarbe relativ schnell verdürrt, weil es wenig Härte dran hat. Aber oft sind zwei Durchgänge auch nötig. Hier haben wir den 5 Meter breiten Grupper von Gary. Das ist der Pentera. Wie man sieht, hat er vorne ein Stützrad. Er ermöglicht, dass man die Arbeitstiefe relativ gut regeln kann. Er ist klappbar für auf die Strasse. Und für die Steine hat die Maschine Federzinken. In diesem Sinn dreht der Zinken um einen Stein herum. An jedem Federzinken ist ein Gänsefußschar und ermöglicht auch, dass man relativ gut die ganze Grasnarbe durchtrennen kann. Hinten haben wir wieder Zinken, die ermöglichen, dass man die Grasmotten wieder in die Oberfläche bringen kann, damit sie besser vertrocknen. Man sieht, dass die Grasnarbe nicht ganz regelmässig durchtrennt ist oder abgeschält ist. Hier wird in jedem Fall ein zweiter Durchgang nötig sein. Hier sieht ihr den Typhoon von Einböck. Das ist auch wieder eine Federzinkenmaschine. Das heisst, dass sie für steinige Böden auch einsetzbar ist. Sie hat Stützräder, die ermöglichen, dass man die Arbeitstiefe gut definieren kann. Und hinten hat sie Finger, die die Grasmotten auf die Oberfläche bringen, damit sie besser austrocknen können. Die Maschine durchmischt relativ gut das Grasnarben. In diesem Sinn gibt es eine bessere Austrocknung des lebenden Materials. Die Maschine hat relativ gut den Boden durchtrennt. Man sieht auch eine relativ gute Durchmischung der Grasnarben. Hier sieht man aber auch, dass noch relativ grosse Motten bestehen. Da wird der zweite Durchgang sehr, sehr wahrscheinlich wieder nötig sein. Hier sieht man den Einsatz vom Pflug Ovlak von Einböck. Das ist ein 8-Scharpflug, 2,80 m Arbeitsbreite. Und die Maschine ermöglicht, dass man den Boden umkehren kann, pflügen mit einer Bodentiefe von ungefähr 8 bis 10 cm. Der Vorteil von diesem Flug ist, dass er auch on-land ist. Die Steinsicherung kann man entweder Bolzensicherung haben oder auch hydraulisch. Im Vergleich zu den Zinkenmaschinen, die wir vorher gesehen haben, kann man sagen, dass hier ein Durchgang sicher genügen wird. Hier seht ihr im Einsatz die letzte Maschine in der Demo. Das ist ein klassischer Flug, also ein klassisches Chassis von Quenerland, 4-Scharpflug mit speziellen Scharen, die ermöglichen, dass man ein bisschen oberflächlich arbeiten kann. Der kehrt sehr, sehr gut den Boden und man sieht eigentlich fast keine Grasreste mehr auf der Oberfläche und kann von 8 bis 12 cm relativ gut oberflächlich arbeiten. Das heisst, man muss nicht unbedingt immer neue Maschinen kaufen, man kann auch klassische Maschinen einsetzen mit einer geringeren Arbeitstiefe. Ja, Fazit, also wenn man das Gefühl hat, wir wollen eine Kultur nachher, wo wirklich nichts mehr, wo kein Reigras mehr kommt, kein Klee mehr, dann wollen wir das nicht machen. Aber es ist machbar, es ist wirklich machbar. Es geht nicht darum, dass man den Pflug schlecht macht, das meine ich auch wirklich von Herzen. Man muss schon aufpassen, wenn man dann 4, 5 oder 10 Mal mit einer Maschine durch ist, dass irgendwie eine Wirkung da ist, dann bringt das auch nichts. Dann tut man gescheiter wieder mit dem Pflug arbeiten. Wir haben auch gesehen, selbst Pflüge, konventionelle Pflüge, können zum Teil in einer geringen Tiefe sehr gute Resultate erzielen, das darf man nicht unterschlagen.